Hallo Ladies and Gentlemen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales Row 4 mit der hübschen schwarzen und der hässlichen blonden. Was? Nee, hab ich nicht gesagt. Nee, es wird Zeit, dass du wieder Gregory wirst, mein Freund. Es wird Zeit, dass du wieder... Ja, ich muss, also es gibt zwei Sachen, die wir dringend erledigen müssen. Wir müssen unbedingt Bargeld abholen, sonst laufen die Leute amok, Amok? Amoke Mio? Amoke Mio, Alter, mein Hintern ist legendär. Ich geh mal ganz kurz, pass mal auf, drück mal Tab. Geh mal kurz auf das Huch, Telefon, geht hier drin gar nicht. Ach ja, Bargeld, das müssen wir natürlich dringend abheben, ey. Scheiße. Ach, da ist Bargeld, genau. Warte mal, Bargeld. Kannst du Menü machen, Überweisung. Aber wir haben ordentlich Kohle gemetzelt hier. Alter, ich bin so reich. Bitch. Was? 27.000? Ich hab 25.000. Aber ich habe auch ein bisschen Schindluder gemacht mit Geld und so. Ein paar OPs. Ich dachte, da wären 200.000 oder sonst was. Schönheitsoperationen und so ein Zeugs. Warte mal, wir können jetzt aber theoretisch mal gucken, direkt in die Upgrades nochmal eben kurz rein. Denn dort ist zum Beispiel Vakuum. Gleich die Erhöhung der Reichweite aus der Gesundheit Pickups in deine Richtung gesaugt werden. 11.000. Waffe Schänder. Ist mir zu teuer. Ach, den Schänder krieg ich. Du hast den Schänder ausgerüstet, ne? Deswegen. Ja, ich kann schänden. Ich kann dich schänden, Gronkh. Im Gateway-Waffenlager. Ich will auch einen Schänder haben. So, was haben wir jetzt? Bonus-EP. Aber ich hab doch. Ich dachte, wir waren Freunde. Ich hab's nicht so gemeint. War doch nur Spaß. Wie kannst du nur sein? Wie kannst du nur sein, du? Geringer. Also. Ich finde gar nicht so, worauf ich jetzt Bock habe, was ich irgendwie für Kohle ausgeben will. Ich habe jetzt Bonus-EP gemacht, einfach mal. Ich glaube, das hatte ich schon, oder? Gemacht. Weiß ich nicht, ich habe Bonus-EP gemacht, ist denn das? Einfach mal. Unter Fähigkeit? Bei Boni. Ah, bei Boni. Moni. Von der Moni. Boni. Wiegalt Boni, kennst du noch? Ja. Bargeld versus LP habe ich noch hier. Nee, Bonus-EP hatte ich schon. 5% auf die gesamte verdiente EP. Du bist ja clever. Hast du schon gemacht? Du bist ja clever. Ich bin unglaublich. Das war doch eins, was wir als erstes am besten auch machen sollten. Ja, schon. Aber dann kam mir was dazwischen. Guck mal hier, machen wir noch Bonus Unruheherd-Belohnung. Steigere Geld und EP für das Erledigen von Unruheherden. Und wir haben noch einige vor uns. Sollte vor allen Dingen müssen wir die sowieso alle ausheben. Wir müssen auch die ganzen Gegenden alle übernehmen. Wir sind solche krassen Arschgeier. Alter, sag ich dir, Alter, sag ich dir. Hier in der Simulation sind wir... Von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Bargeld fallen gelassen? Ich glaube, das habe ich schon. Lohnt sich das? Ich verstehe das nicht so richtig. Ich bin dumm, weißt du? Na, das sind diese normalen Leute, die überall rumlaufen und denen kannst du quasi... Ich guck mal, habe ich das schon? Bargelderhöhung? Nee, das Fähigkeit Arschgeier. Mich doch. Das ist, glaube ich, so von Passanten, die man umbringt. Einfach ganz normale Passanten und die verlieren dann mehr Geld. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Was ist eigentlich, ich jetzt mal, die Begleiter mal abhärten ein bisschen so? Ja, yeah, Wiederbelebung. Die haben wir noch gar nicht, die Begleiter haben wir noch gar nicht gezeigt. Ich habe die schon ausgestattet, fein säuberlich. Fahrzeuglieferung, gut, das hat man schon. Trainiere deine Begleiter bei Beschuss weniger zusammenzuzucken. Huch! Ich gehe mal nochmal auf Kampf gucken. Munition, Gewehr, das könnte hilfreich sein. Das nehme ich mal mit. Das glaube ich Bande, sinnvoll. Waffen. Verbessere deine Bandenmitglieder so, dass sie MPs tragen. Das ist vielleicht auch sinnvoll. Oh, da, ja. Ist teuer, aber das mache ich mal. 10.000? Oh, hab ich. Okay, das reicht dann aber auch. Ich hoffe, das bringt. So, ja, ja, ich hoffe, ja. Ich hätte nicht lieber auf Gewehr geskillt. Ja, das macht nichts. Komm, so, Rumpelinchen, wir trinken ein Sektchen. Warte mal, ich sprich mit dem Vizepräsidenten. Warte. Und jetzt, da ich eine Frau bin, kann ich auch flirten. Der Gronkh flirtet heimlich gerade. Ich will ihn nicht dabei stören. Er flötet. Er ist recht gut im Flöten. So, ich habe erstmal mit dem geflirtet. Du bist ja auch eine Frau. Du kannst ja auch mit dem flirten. Du flötest. Ich dachte, ich mache mal so ein bisschen Black-on-Black-Action, weißt du, aber funktioniert leider nicht. Guck mal, ich flöte mal mit Kinsey nochmal rum. Hey Kinsey, you wanna fuck? Ja, die hatte ich schon. Die hatte ich auch schon, aber man kann sie nie genug haben. Nie oft, Ja, doch schon, das geht schon. Also, dass sie nicht mehr mit Rumpelinchen will, verstehe ich schon. Wieso, Alter? Ich 200 Kilo pure Liebe, Alter. Dann lass den Charakter doch bis zum Ende des Spiels. Ja, nee, so viel pure Liebe habe ich in den Kommentaren jetzt nicht gesehen, aber... Ich kotze, ich geh jetzt bei Sarazar gucken, boah! Oh Mann, ich fand's lustig. Diese Oberflächlichkeit, ich bin sehr geschockt einfach, ich verstehe das nicht.
Man muss auch mal ein bisschen bei den inneren Werten gucken. Weißt? Der Charakter ist aber auch abgrundtief schrecklich. Muss man einfach sagen, aber es hat ja Charme. Obwohl ich sagen muss, ich hätte mir ganz ehrlich den Fettregler, hätte ich mir mehr gewünscht, dass man da vielleicht noch ein bisschen dicker hätte drehen können. Soll man nicht langsam einfach die Simulation verlassen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es da lang ging, ehrlich gesagt. Weißt du das? Ja, ich bin eine Spürnase. Wir können auch hier, guck mal, ich bin auf der Brücke gerade, das ist ja der Hammer. Eigentlich müsste das doch hier oben sein, Schnucki, hä? Du Spürnase, hier oben mit der Brücke, da ist doch die Liebespuppe. Hier vorne. Ja, ich komme ja schon. Ach, das waren die Dinger. Stimmt ja, ich suche den Ausgang die ganze Zeit. Da schon dann mal nicht. Dann kannst du ja nicht mal umziehen und dann schnell zur Chirurgie. Es wird Zeit. So, hallo, wieso geht die da nicht rein? Spiel fortsetzen will ich doch einfach. Jetzt kann ich entscheiden, wo ich hin will. Wo gehst du hin? Warte mal. Warte, erstmal setz ich mich hier rein. So, die Frage Portal. Ist, ich muss irgendwo Zugang hin. Zugang zum Schiff, Anpassung. Ach da, Portal. Ach, ich gehe mal direkt zu einer... Image as Design, ich direkt da vorne, zu da unten. Chirurgie. Genau. Ich gehe mal zu Image as Design, aber da kann ich, glaube ich, kein Portal... Können wir noch nicht. Wir können nur Portal öffnen, glaube ich, ne? Wir können sonst nirgends hin, wir können nur zum Portal. Wir sind voll die Kackboons, Alter. Boah, ich kann mir so schäbig vor. Alter, die sieht ja richtig gut aus. Hä? Also nicht dein Charakter, also meiner. Ich habe ganz vergessen, wir haben ja länger nicht gespielt. Oh, Lalöchen, die sieht echt aus wie so eine Barbie-Puppe. Also sie ist ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Aber soll ich mir auch mal eine heiße schon Frau machen oder soll ich wieder Gregory oder soll ich mal was anderes machen? Oder wir machen diesen mega coolen Plan, den wir hatten. Jetzt schon? Nee, jetzt ist zu früh. Das machen wir später, oder? Ich weiß nicht. Wir hatten ja noch einen zweiten. Ich sag nur Legend und Rocket. Ja, aber da müssen wir, glaube ich, da wissen wir noch gar nicht, wie die aussehen. Ja, aber das ist doch egal. Wir lassen uns mal überraschen gegenseitig. Die müssen cool sein, auf jeden Fall. Also falls wir die machen sollen. Ja, aber dann haben wir jetzt gleich wieder so eine Charakter-Designer-Folge. Huch, was mache ich denn hier? Ja, die hast du ja sowieso. Sicherheitslöschung starten. Hä? Komm mal kurz zu mir. Ich glaube, wir müssen hier mal kurz eine Löschung starten. Das machen wir mal eben, oder? Damit wir ein bisschen Action in der Folge haben. Alles klar. Ich komme rübergelaufen. Schnucki! Moment! Ach, ich starte schon mal dann. Ja, hau rein. Geh in Position und warte darauf, dass das Ziel erscheint. Zerstöre den Avatar. Die Simulation hat überall Sicherheitsprogramme. Jage sie. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Geh in Position. Jetzt soll ein ungültiger Avatar kommen. Da vorne müssen wir rüber. Geh zum Ziel. Juhu! Ui. Das sieht so lustig aus. Yeah! Wow! Wo ist es? Jetzt haben wir zwei Kreuze. Ja, ich renn mal weiter gerade. Ja. Boah, das ist so super cool mit dem Rennen. Jetzt, wo man eine neue Session spielen wir gerade übrigens. Hui, da war die Information gerade. Muss ich die erledigen? Alter. Ah, das ist ein Klo. Ey, du hast das Klo angegriffen. Ja, das ist ja die Ich will's treten, ich will's verprügeln. Alter. Ich glaube, ich sollte doch eine Waffe nehmen. Aua, Alter. Oh, sorry. Alter. Ich hab dich getroffen. Hast du wieder einen Prängel ausgepackt oder was? Oh, Backe, ey. Was ist das für ein Killer-Klo? Ey. Killer-Klo des Grauens! Meister Propper! Alter, das wirft ja die ganze Zeit irgendeinen Scheiß nach mir. Ziel eliminiert. So, ich hab's umgebasht. Mit dem Megaschwengel. Jetzt haben wir noch ein zweites. Ich glaube, haben wir nicht noch ein zweites Ziel? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt geschafft haben. Ach, du Scheiße. Jetzt sind die alle wieder hinter uns her. Zu mir reicht's. Ach, ich bin gerade aufgestiegen. Ach Mann, Alter, hör mal auf, mit deinem Tentakel immer in meinem Gesicht rumzufuhrwerken. Ja. Es tut mir leid. Oh, Alter, ich hab wieder Zivilisten umgehauen. Bulle. Es tut mir ja leid. Nein, sie lasse ich leben hier, die Lady. Kuckuck. Kuckuck. Echt? Na gut, ich auch. So. Oh, ich bin einfach nur an ihr vorbeigerannt und sie ist gestolpert. Kuckuck, ich bin's doch nur. Ach, sie ist gestolpert, ist doch eine übliche Ausrede. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade nicht reingestolpert. Ey, kommen wieder Cops. Ich glaube, das wird nichts, ne? Ich glaube, wir machen wieder Stress hier auf den Straßen. Ja, aber... Row. Wir haben übrigens doch nicht, dieses gelbe Viech war übrigens doch nicht der Datenchor, habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht. Oh. Wer war es denn dann? Oh. Oh! Ey, die wollte ich mir eigentlich aus der Nähe angucken. Aber kann ich immer noch. Mann, ey, ich will doch nur mal die Maschine klauen. So, ich muss nämlich mal ganz kurz irgendwo hin. Ich muss die Dicke loswerden. Es tut mir leid. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn der Plan? Es gibt gar keinen Plan. Aber dann renne ich nur wieder doof rum. Deswegen muss ich ja auch irgendwas an meinem Charakter ändern. An deinem Charakter? Ja, weißt du, ich bin ja so schlecht drauf. Charakter.
jeden Tag. Ja, ich weiß, da habe ich... Tag für Tag bin ich... Boah, da kann ich ja viele Tipps geben, was du bei dir ändern könntest. Boah, du bist voll gemein, ey. Du bist so ein Drecksschwein. Sag mal, warum ist ein Image as Design verschlossen? Was, Dreck? Ist die Folge zu Ende? Kapiert jetzt zum Glück keiner. So. Ach, jetzt fangen die Aliens auch wieder an. Also ich renne jetzt zum Image as Design. Und ich... Echt? Ach, dann laufe ich einfach hinterher. Ich wollte jetzt... Aber die sind irgendwie verschlossen. Ich glaube, wir können das gerade gar nicht, solange wir in dieser Mission sind. Was ist das für eine Mission? Das frage ich mich auch. Ey. Ich frage mich, ob die Aliens hier auch aufs Gebäude kommen. Du machst das doch immer so. Du gibst doch immer damit an, dass du so alles checkst in Spielen und so. Ja, pass auf, ey, das ist jetzt folgendermaßen. Wir können das gerade nicht machen. Wir können das nicht machen. So. Ich bin hier gerade auch noch blöd am Schwimmen. Ich warpe mich jetzt ins Ufer. Warp. So, ich check das gerade mal. Boah, ich bin auch sonst wo wieder lang gelaufen. Irgendwie total weit ab vom Schuss. Warte mal. Gibt's doch nicht. Wo renne ich hier lang? So. Ah, ich muss da wirklich rüber. Kommst du da rein in den Image as Designed? Das wollte ich gerade gucken. Image as Designed. Ja, 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 ja. Ach, jetzt kann ich wieder nicht. Jetzt kann ich wieder nicht. Jetzt meine Ausdauer wieder weg. Ja, kenne ich. Deswegen hau ich erstmal den Polizeiwagen hier weg. Oder den Polizisten einfach, weil der Schniedel nicht getroffen hat rechtzeitig. Das war gar nicht Schniedel, so. Ach, der Schniedel. Du kämpfst mit deinem Schniedel. Schniedel. Der Schniedel. Mein Tentakel. So, kennst du Schniedel Wutz? Das ist ja, ja. Der Bruder von Tiger. Das ist Wutz. Boah, Hammerschwung. Ach ja, stimmt ja. Wutz aus Call of Duty. Datenansammlung 19. Ach, du hast ja auch gerade eine Datensammlung geholt. Ja, aber können wir nichts machen, ne? Warte, warte. Da geht nichts. Da geht nichts, oder? Bei dem Typen, bei dem Schönheitschirurgen oder Hässlichkeitschirurgen. Warte, ich müsste jetzt eigentlich... Hey. Warte mal, ich geh mal... Ach, der ist verschlossen. Ist designed. Laden das Hacken von Läden. Oh. Laden Hacken starten. Aber ich kann trotzdem reingehen. Ach, das Schloss heißt nur, dass die nur nicht gehackt sind, glaube ich. Was muss ich denn hier machen jetzt? Geh einfach die Tür rein und dann kannst du das machen. Das war's? Nee, ich hab's gehackt. Oh. Das war... Ich wollte doch... Ich glaube, ich habe den Alarm ausgelöst. Ich habe dir aus Versehen als Geisel genommen. Ich wollte das gar nicht. Ola lö! Ja, so, Ladenhecken starten. Machen wir einfach nur so ein paar. Ach, das war ja dieses komische, ne? Hier, warte mal. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ja, mache ich jetzt nur geringfügige Modifikationen, solange wir noch nicht diese lustigen Charaktere erstellen. Weil du das ja nicht willst. Der Grupp will das nicht. Hä? Irgendwie fehlt mir jetzt ein Teil. Ja, du hast doch keins. nee, irgendwie fehlt dir gerade ein Teil beim Hacken. In der Hose fehlt dir ein Teil. Ja, das ist total witzig. Also, was machen wir denn jetzt? Erzähl mir doch mal. Ach so, ja, jetzt warte nochmal. Du kriegst das mit dem Hacken nicht auf die Kette. Ja, warte mal, rechte Maustaste ist löschen, jetzt. Aber ja, ich habe nur ein Teil gesetzt, wo es nicht hingehörte. Jetzt ist easy. Und habe das nicht gesehen. So, Hacken erledigt. Der Grogo hier. Ja, das ist ja leichter als bei Bioshock. So, ach, danke. Du hast eine Operation, kostet 500. Ich operiere mich mal ganz kurz. Mhm. Frage ist, was machen wir? Ja, sollen wir Dings, das frage ich ja schon die ganze Zeit. Ich bin hier schon wieder durch irgendwelche Frisuren am Gehen, aber irgendwie finde ich das fast zu langweilig. Ja? Ja. Oder wir machen jetzt einfach Ich mach mir erstmal wieder Gregory, einfach nur damit die Leute da nicht allzu lange warten müssen. Okay. Den Rest können wir später mal machen, wenn wir dann ändere ich jetzt einfach nur ein paar Frisuren und dann überlegen wir uns die super geilste Story für unsere mega neuen Charaktere. Und dann spielen wir erstmal noch ein paar Runden mit denen, einfach mit den Standardnummern oder so. Also hier, für die Ladies, und natürlich Tanga Bräune. Der hat ja wirklich die Bikini-Bräune. Und natürlich Sex Appeal. Ich find's immer richtig lustig, wie schnell so eine Frisur einen Menschen verändern kann. So richtig krass. Ja, das stimmt allerdings. Die ist auch cool, die Frisur, die züchtig und lang. Oder so. Züchtig so, lange und Wellen. Lang, mein Freund. So, mal gucken. Nur mal ganz kurz durchgehen, wir haben es ja gleich. Eigentlich jungen Schnitt geht eigentlich auch. Ja, kannst du mir auch mal die Frise verändern. So ein bisschen modifizieren können wir den ja zwischendurch mal. Mache ich ja gerade auch hier mit der jungen Frau. So Hardrock geht eigentlich nicht. Ich gucke auch gerade mal ein bisschen. Bei dir ist natürlich Friesen einfacher. Ich sehe ja teilweise aus wie He-Man. Ja, aber Friesen ist auch nicht. So einfach ist auch nicht. Geflochtene Zöpfe können wir ihr mal geben zur Abwechslung.
Aber das sieht von hinten so komisch aus und die schwingen so komisch rum. Mach mal geflochten, mach mal einfach geflochtene Zöpfe und guck mal, wie die rumschwingen. Mach mal die Barrios, aber da habe ich gar keine Haare, der Superheld. Ich mach erstmal wieder Gregory, oder? Okay. Ich mach da nur ein paar kleine Schönheitsoptimierungen. Wo hieß denn der? Ach, das war T, ne? Hier Teenie-Schwarm-Frisur. Ich mach hier Beauty-Gurus, liebe Freunde, herzlich willkommen. So. Heute zu unserem kleinen Styling. Glatt und lang. Vielleicht wäre genau das die richtige Frisur für heute. Okay, komm, die nehmen wir mal. Das ist super toll. Ich rate dir zu einer neuen Farbe, Schätzchen. Das ist ein Traum. Ein Traum, wie du das machst. Ein Traum. Wunderschön. Vielleicht mal ein keckes Lila. Ich muss die nasse Haut einfach mal wegnehmen, das geht nicht. Das hier ist natürlich auch sehr cool, was man hier machen kann, aber... Aber keckes Lila, vielleicht auch einfach nur ein schlichtes Schwarz? Die BH-Spuren gehen natürlich gar nicht. Okay, ja, vielleicht nehmen wir einfach mal ein keckes Schwarz. So, ich mach mal den typischen und dann mache ich Hautton hier einfach mal Bauarbeiterbräune. Machst du denn da schon wieder? Die durchgehende Augenbraue. Die macht automatisch ein schönes die Gesicht, ist super. So hässlich. Die ist echt super. Ah, schön. Das ist eigentlich auch sehr cool. Und dazu die schwarzen Augen. Könnte man nicht auch machen. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich mache jetzt mal keine Spielereien. Entschuldigung, ich habe ihr die Haare gefärbt. Das ist so liebevoll von dir. Eine neue Frisur habe ich ihr gegönnt. So. Übernehmen. Geht doch, oder? Komme ich vor Freude gegen das Mikro. Gut, jetzt habe ich natürlich... Alter, ihm stehen die Klamotten aber auch ganz gut. Yeah. sieht nur ein bisschen gay aus. So, Polizei sucht uns nicht mehr. Das ist ganz gut, obwohl da die Ladenglocke immer noch geht. Guckt da wirklich mal eine Arschritze aus der Hose? Mach mal ein bisschen glossig hier. Arschritze. Mein Arschritze guckt aus der Hose. Im Stylen bist, guck ich mal ganz kurz, was es mit diesen Fragezeichen auf sich hat. Wenn du alle markierten Feinde an einem Unruheherd tötest, erhältst du die Kontrolle. Achso, das wissen wir ja. War irgendwie doof. Ach, hier ist wieder... Deine Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Daher wirst du zum Titelbildschirm zurückgeführt. Wieso? Oh, weiß ich nicht. Warte mal. Möchtest du speichern, bevor du ein Level verlässt? Ich muss speichern und zum Titelbildschirm zurück. Ja, mach das mal kurz. Dann reagiere ich jetzt schnellstmöglich und... Veränder noch kurz den Charakter in letzten Anpassungsmöglichkeiten, aber das sieht irgendwie alles ein bisschen seltsam aus auch. Ich werde dann an dieser Stelle, wow, hier sind schon 13% Fortschritt, oh Gott. Ich glaube, ich werde dann einfach an dieser Stelle das Video schneiden und wir sehen uns gleich wieder. Wir können ein Folgenpäuschen machen. Wir haben schon wieder 18 Minuten, Wahnsinn. Und du bist ja fertig mit Gregory, oder? Du musst ja nur neue Klamotten kaufen. Ja, ich bin fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich sowieso. Gemeinheiten, ne? Jetzt werden mich manche Leute hassen wieder, aber sorry, wir müssen Folgen machen und so und deswegen. Nee, davon abgesehen ist ein super Zeitpunkt gerade, ja, weil ist ja eh abgeschmiert. Genau, dafür kann ist ich jetzt ja nicht so viel ne? passiert. Dafür kann ich, ist dafür nicht so kann viel passiert. Nee, wir wollten ja weitermachen, ist nicht viel passiert, immer noch mal gehackt und ganz tolle Sachen. So, bis gleich, tschüss. Ja, haben wir leider ein bisschen zu früh abgebrochen. Das war ja schon Präservativ meinst du wieder? Präservativ war das. Und in der nächsten Folge geht's dann mal weiter. Dann machen wir wieder ein bisschen Story und so. Jetzt haben wir auf jeden Fall, ich bin wieder Gregory und ich bin gespannt, was der Sarazar wieder Schönes gezaubert hat. Oh la la.